Ja, lass. Roger Meier, eine grundsätzliche Frage. Wie wichtig ist für den HC Thurgau, die Playoffs dieses Jahr noch zu erreichen? Es ist sicher wichtig, gegenüber Sponsoren, Fans und auch für die Spieler. Das ist immer das Schönste für einen Hockeyaner und für die Fans, wenn man Playoffs erleben kann. Gehen wir richtig davon aus, die Mannschaft rein auf dem Blatt Papier müsste Platz 6, 7, 8 haben, sicher über dem Strich sein. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, aber es müsste, wenn und aber, kann man nicht programmieren. Es gibt immer Situationen, wo es Verletzte gibt, Form, Tief und wenn und aber. Und jetzt ist halt die Situation und wir sind jetzt dran und es fehlen nicht mehr viele Punkte, dass wir den Schritt noch schaffen können. Gut, jetzt ein anderes Thema. Man ist in der Situation, die ungemütlich ist. Man will wirklich über den Strich. Man hat auch schon gesehen, dass es Ansätze gibt, um das zu schaffen. Jetzt im heutigen Abend ein Spiel. Der Torhüter Zurkirchen spielt bei Zug. Was sagst du da dazu? Ja, der Sandro spielt heute in Zug. Man hat gewisse Abmachungen mit dem Partner. Und an die wollen wir uns halten, egal was für eine Situation das wir sind. Und wir haben da die Zone, Paolo, heute im Goal. Das ist nicht unser zweiter Goalie, das ist unser erster Goalie B. Und jetzt müssen wir da durch und heute gewinnen mit dem Goalie. Ja, aber Hand aufs Herz, Roger. Zug ist an der Spitze in der Nationalen Liga. Die HC Thurgau ist an einem wichtigen Kampf, an einem Strichkampf zu. Heute ein sehr wichtiges Spiel. Die Partnerschaft, die Prioritäten, liegen dir da nicht ein bisschen falsch? Nein, die Prioritäten liegen nicht falsch. Zug hat heute ein Match. Zug ist, kann Qualifikationssieger werden. Und wir können in Zug nicht einfach das Goal ablegen und ohne Goal spielen. Aber so wie ich gehört habe, ich da recherchiert, ist in Zug der Goalie, der richtige Goalie, der Merkel ist gesund. Nur der Schäden will nicht, dass der spielt. Was sagst du da dazu? Ja, das stimmt alles nicht. Sondern der Sandro ist am Sonntagabend auf Weinfelden gekommen, hat mit dem Markkanen telefoniert, hat gesagt, er geht am Montag ins Training. Und im Training hat er abbrechen und es geht einfach nicht, dass er heute spielen kann. Wäre es dir wollen, wenn der Zurkirchen da wäre heute Abend? Über das will ich nicht reden. Wir haben die Situation, wie sie jetzt ist und wir müssen Paolo den Match gewinnen. Wir wünschen dir viel Glück, wünschen, Roger, dass du das schaffst und dass man näher an den Strich kommt. Danke vielmals. Danke vielmals.